fahren hier ganz entspannt und dann sind die einfach Giraffen auf der Straße. Alter, was ist los hier? Was für Tage? Ist nicht wahr. Wir fahren weiter, vielleicht 3 Kilometer oder so. Und dann haben wir schon, weil wir sind mittlerweile kleine Spurenleser, haben wir schon frische Elefantenkacke und Fußspuren gesehen. Und jetzt sind hier 3 Elefanten direkt am Straßenrand. Unfassbar. Einfach so in der Wildnis. Im Etosha Nationalpark, haben schon unseren Campingplatz angeguckt für die Nacht, sind dann aber noch mal los zu unserem ersten Wasserloch. Da stehen wir jetzt gerade. Das ist ein künstliches. Moment. Ich saß da, kam so eine Schlange rüber, da unter meinem Stuhl lang. Ich saß dann schon längst auf dem Tisch. Die ist schon, also ist die größte, die ich in freier Wildbahn je gesehen habe. Slytherin. Ja, die sehen die so ist echt schön. Ich habe keine Angst vor Schlangen mehr. Nein, ich finde Spinnen noch 1000-mal schlimmer. Guten Morgen, es ist 10 nach 8, wir haben heute unseren ersten richtigen Tag im Etosha Nationalpark, fahren jetzt hier die Wasserlöcher ab und sind jetzt hier an einem mit Giraffen und beobachten das jetzt hier Spektakel. Hoffen heute mal was zu sehen, was wir noch nicht gesehen haben. Der Löwe steht ja noch ganz weit oben. Was wir von unserem ersten Standpunkt nicht gesehen haben, dass hier auch eine Löwenfamilie liegt. Das ist Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Alle hier zusammen. Da 2 Elefanten. Ganze Familie. So krass. Der Elefant stresst. So, Zwischenstatus. Nashorn hat's gestartet, dann noch viele Oryxe, Zebras und dann der Löwe, was sensationell war, den wir erst nicht gesehen haben, leider. Es waren 6 Kleine, ein Papalöwe und 2 Frauen.
Jetzt geht's weiter zum nächsten Campsite, da sind wir 2 Nächte. Und wahrscheinlich dann heute mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen Akkus aufladen allgemein. Und dann morgen wahrscheinlich nochmal durch ganz Etosha, und zwar den östlichen Teil erkunden, der Pfanne. Morning, es ist 10:45 und wir sind unterwegs an den ganzen Wasserlöchern. 2. Tag im Nationalpark. Und wir sind hier gerade an einem Wasserloch. Das haben wir zu Recht Zebra Town genannt. Hier sind tausend Zebras. Das ist das Geräusch, was die machen. Zwischenbericht des heutigen Tages. Wir stehen hier auf so einer Nebenstraße inmitten einer Elefantenherde. 8 Elefanten, die genau neben der Straße bzw. auch auf der Straße sind. Oh, da sind sie. Da musste ich kurz unterbrechen vorhin, weil die Elefanten dann doch ziemlich nah kamen und direkt an unserem Auto vorbeigelaufen sind und wir echt direkt in der Mitte standen und wir eigentlich gelernt haben, dass man das nicht soll. Man soll die Herde nicht trennen, räumlich gesehen. Aber es ging alles nicht anders. Hat sich dann auch noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten gezogen, weil die dann auf der Straße lang gegangen sind. Wir hinter den herfahren mussten ganz langsam bzw. erstmal sowieso an denen vorbeikommen. Ja, das war aufregend. Unsere Herzen ein bisschen schneller geschlagen. So dicht sind sie an uns vorbei. So, gerade auf dem Weg zurück zum Campingplatz habe ich mit meinen Adleraugen 2 Nashörner in der Ferne gesehen. Ein kleines mit der Mama. Dann wollten wir gerade wieder losfahren und dann habe ich sogar ohne Brille, hier vorne sind direkt 2 Stück. Die wir gar nicht gesehen haben die ganze Zeit. Und man sieht Nashörner ja wirklich angeblich nicht so oft. Man darf das zum Beispiel bei dem Campingplatz, wo wir gerade sind, auch nicht. Da gibt es bei der Rezeption so ein Buch, wo man reinschreiben kann, was man heute wo gesehen hat, damit die anderen dann auch die Chance vielleicht haben, dorthin zu fahren, die Tiere zu sehen. Aber Nashörner zum Beispiel darf man da nicht reinschreiben, weil die so geschützt werden, weil es nicht mehr so viele gibt und die sehr gern gejagt werden wegen der Hörner. Da sind wir, nach Etosha, nach 7 Tagen Camping, eine Lodge. Es tut so, so gut, wir sind so staubig, es ist unfassbar. Natürlich hat es unfassbar Bock gemacht, aber es ist jetzt schön, wir laufen Wasser zu haben, ein Bettchen. Wir packen gerade alles aus dem Auto. Das muss sortiert werden, alles eingeräumt werden, weil morgen geht es nach Windhoek, da gehen wir das Auto ab. Wahnsinnige Lodge hier, beziehungsweise Camp nennt sich das auch. Hier werden die Leoparden getrackt und kontrolliert, wie die sich verhalten und alles. Wir machen nachher noch eine Tour gegen 16 Uhr und schauen mal, was uns da erwartet. 50-50 sind die Chancen, dass wir jemanden sehen. Hier sehen wir schon mal jemand anderes. Und ja, das dazu. Jetzt müssen wir das Chaos hier ordnen und dann geht's heute Nachmittag auf die Tour. Das war wirklich das grandiose Ende dieser Reise, dann einen Leoparden, die ja super selten sind, dort zu sehen und wie er noch gefressen hat und das alles wirklich hautnah zu sehen und zu hören. Wir zählen es als 4. Tier unserer Big Five. Auch wenn es eigentlich der Cheetah ist, aber für uns ist der Leopard noch mal krasser. So, und jetzt sind die Reifen hier aufgepumpt, weil jetzt geht es nur noch auf die Teststraße zurück nach Windhoek.
Dann nochmal eine Nacht im Hotel. Auto wird heute abgegeben. Genau, und dann geht's morgen zurück. Das war dann unsere 17-tägige Reise. In diesem Sinne, tschüssi.